Jetzt nehme ich euch mal wieder daheim mit, Alter. Guck mal, wie mein Tisch immer gleich aussieht. Ich habe den vorhin geputzt, der war im Livestream dabei. Guck mal, wie das jetzt schon wieder aussieht. Übelst heftig, kann ich jeden Tag zwei, dreimal putzen, Alter. Guck mal hier. Siehst du das? Warte mal. Hier, die Dibbel. Das ist alles, wenn ich spreche, Speichel aus meinem Mund. Und das setzt sich da so als Dibbel hin. Das habe ich schon mal gezeigt, Alter. Da haben die sich bewegt auf mein Handy-Display, Alter. Das lebt alles, das lebt alles. Guck mal hier, die ganzen Dibbel da drauf. Das ist alles Speichel aus meinem Mund. Das ist total heftig. Das hat man auf Handy-Displays übelst sehr. So. Ja, und ich überprüfe mal, wenn ich Videos von mir öfters angucke, ob sich die Aufrufzahlen steigern. Ja, ob die wirklich realistisch die Aufrufzahlen gezählt werden oder ob es Manipulation ist. Das überprüfe ich gerade. Aber ich mache auch noch was Sinnvolles. Ich mache auch noch was Sinnvolles. Ich erwärme, also, ne, das sind Kerzen, ne? Das sind Kerzen. Und das ist das, was von Kerzen übrig bleibt. Also, ne? Wenn man Kerze anzündet und der Rest, wo übrig bleibt, das ist ja trotzdem auch Wachs, was dann man eigentlich ja wegschmeißt. Ja? Aber warum soll man das Wachs nicht, ja, wieder warm machen und in ein anderes Behältnis, wie zum Beispiel so ein ehemaliges Nougatglas, da reinmachen? Mal gucken. Das Wasser ist warm. Es muss ja nicht kochen. Muss ja nicht kochen. Ich habe das auf 2. Den kann ich immer noch ein bisschen runter drehen. Ich habe das auf 2. Auf 1 machen wir es. Ne? Lass mal auf 2 erstmal. Und da wird es ganz schön warm. Da passiert da überhaupt nichts. Ne? So. Und dann kann ich das aus dem Glas, weil ich zeige euch immer. Normalerweise. Mein Bügelbrett, DJ-Studio muss wieder weg. So habe ich die Gläser gekauft. Als Kerze drin, ne? Für 1,55, Alter. Guckt euch das mal an. Richtig krass. Ne? Und, aber die Gläser, wenn leer sind und sauber gemacht, sind ja so richtig, richtig geil. Ne? Ja, hier 1,55. Sind ja so richtig geil, finde ich. Ja? So als Topf zum Rumschleppen, weißt du? Und da habe ich da die ganzen einzelnen Dinger besorgt. Verschiedene Elemente, sagen wir mal, ja. Die kann man dann reinmachen. Ne? So. Marvel, Alter. Da kann ich ja MP3 über Bluetooth wiedergeben, Alter. Und dann hier am Lautstärkeregler drehen. Geil, Alter. Und hier, wenn ich drauf drücke. Alter, das ist richtig geil. So, jetzt gehen wir mal in ein Schlafzimmer. Ich weiß, ihr liebt solche Videos. So. Oh, ich habe vorhin gewerkelt. Licht nochmal, Seitenschnitt nochmal zusammen dort. Ja, und nicht, dass ihr denkt, ich habe keine Klamotten im Schrank, aber wo, ich meine, ein dreitüriger Kleiderschrank, ne? Also hier, Klamotten sind da ja. Aua, 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 jetzt habe ich mir wehgetan. Ah, Klamotten sind da ja. Nicht das Einzige, was da drin zu sein hat, ja. Und, oh, Alter, ey. So viele Klamotten mit der 3XL, Alter, was mir so richtig, richtig zu groß sind, Alter. Muss ich mal gucken, Alter. Vielleicht bei eBay was verkaufen. Und da oben natürlich wieder Beweise über Beweise und Medikamente. Ja, weil ich mich übelst um Medikamente kümmere. So, jetzt pass auf. Hier haben wir das. Das nehmen wir jetzt mit. Ah, geil, ne? Ich habe Schlafbohrmaschine mit SSD-Aufnahme. Mit SDS-Aufnahme und für die SDS-Aufnahme ein normales Bohrfoto, wo ich normale Bohrer einspannen kann. Ah, geil. So. So. Jetzt müssen wir noch was finden. Ja, geil. Ja, geil. Da können wir das mit den Kerzen beobachten. Da können wir das mit den Kerzen beobachten. Und ihr seht mich hier. Und genau mit dem Finger mal rein. Das macht man eigentlich nicht. Aber das Wasser muss richtig schön warm sein. Aber es darf nicht so heiß sein, dass das hier platzt. Warte mal, das machen wir mal weg. Ich glaube, ich doof als bei euch im Bild. Ja. Ja, das gucken wir uns jetzt an.
Das gucken wir uns jetzt an, Alter. Wie das flüssig wird. Was wir da machen. Ja? Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich da besorgt habe. Hier? Voll geil. So, es ist also weißt du, das ist meine Theorie, hä? Das ist meine Theorie, dass du aus Nutella-Gläsern und alten Kerzen neue Kerzen machen kannst, weißt du? Nachhaltig, oder? Find ich. Jetzt machen wir hier auf, was da drin ist, was da gibt's. So. Da gucken wir mal rein. Das sind alles Kerzendochter, ja? Und ich habe mir überlegt, in das Glas machen wir ein Docht in die Mitte. Aber dünne Dochter. Ne, da machen wir drei Dochter rein. Das sind drei. Ne, machen wir erstmal ein Docht in die Mitte. Oder machen wir doch drei Dochter rein. Drei Dochter wäre halt auch geil, ne? Aber das ist ja in ein Glas auch wieder. Dann machen wir ein Docht rein in die Mitte. Das erstmal, ich probiere es ja zum ersten Mal, so eine Kerze zu machen. Ja. So, und den Docht kann man dann hier, wenn das Box weich ist, kann man den da reinmachen. Und da ist noch was drin. Warte mal, Docht legen wir mal hierher. Da ist noch was drin. Was man, glaube ich, auch dazu braucht. Ja. Genau. So. Das ist jetzt quasi hier noch was. Ne? Da kannst du den Docht hier in der Mitte reinmachen. Und das ist sogar für drei Dochte. Passt das da drauf? Ja, genau. Wir machen zwei Dochte rein. Zwei ist genau der Kompromiss. Zwei ist genau der Kompromiss. Da passt es sich ja gut. Ne, und hier genauso sind wir im richtigen Abstand. Genau, zwei ist der Kompromiss. Müssen wir jetzt mal gucken. So. Hier fängt schon an, unten das Wachs wird schon flüssig. Ist ein Wasserbad quasi. Da können wir noch ein bisschen Tinte auf den Füller geben. Hier machen wir auch noch ein bisschen Tinte auf den Füller, weil wir wollen ja jetzt hier nicht 3 Stunden Video haben. So. Und das machen wir genauso. Da sind nun zwei Dochte drin. Sind nun zwei Dochte drin. Und dann auch noch von der Länge genau betrachten. Ja, passt. Also lassen wir jetzt das beides Box. Lassen wir jetzt das beides Box. Ja, ihr guckt schon mit zu. Beides Box. Lassen wir jetzt hier, dass es flüssig wird. Im Wasserbad. Hier müssen wir mal von der Temperierung noch ein bisschen zurück, dass das Glas nicht platzt. Und hier geht es auch los. Wird auch warm. Und wenn es warm wird, wird es flüssig. Ne? Wie bei einer Kerze, wenn sie verbrennt. Ja, das ist voll die Wissenschaft, alter Leute. Aber wir machen mal eine kurze Pause. Wir machen mal eine kurze Pause und dann gucken wir mal, wenn es weiter ist, nochmal nach. Also, ich gucke jetzt schon zu euch. Jetzt warten wir erstmal, bis das ein bisschen weich geworden ist. Ha? Weich im Helm, weißt du? Und dann gucken wir nochmal nach mit den Kerzen.
Weil Kerzen und Magie ist ja eigentlich was Wunderbares, Alter. Ich habe gar keinen Bock drüber herzuziehen, weißt du? Aber wenn es mich abfuckt und meine Freunde versteckt, naja, dann muss ich ja was dazu sagen, oder? Ja. Aber egal, egal. Hauptsache, ich bin mit der Bibi Blocksberg verheiratet. In Gedanken, das ist meine offizielle Frau. Das kann sich ja jeder denken, wie er will. Da muss ja eigentlich jeder dran glauben. Aber ich weiß, dass es die Bibi Blocksberg gibt. Und dass die bei mir in meinen Gedanken ist. Also das ist meine Gedankenehefrau, ja. Und ich bin Gedankendruide, ja. Mit einer Goldmine. Bin auf eine Goldader gestoßen, ich bin am Goldschürfen. Zwar im digitalen Sinn, aber ist egal, ich bin auf eine Goldader gestoßen. Ja. Ja. Aber wisst ihr, was richtiger Reichtum ist? Ja? Erfahrung, Leute. Erfahrungswerte, weißt du? Sachen wie hier. Ausprobieren. Nachhaltig leben. Ja? Dem Leben einen Sinn geben, Leute. Contentschutz schön. Ja? Das ist mein Label, das ist mein Markenname. Contentschutz schön, ja. Entweder CMS für Christian Martin schön oder Content Management System oder. Ja? Das andere. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Warte mal, Contentschutz schön, Christian Martin schön. Jetzt haben sie mir den Gedanken geklaut. Hat man richtig gemerkt, ne? Heftig, Alter. Schöne Klopsberg, der Mann von Bibi Blocksberg. Alter, das ist aus. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, was die mir für einen Gedanken geklaut haben. Bibi, weißt du's? Ich weiß den auch nicht mehr, Alter. Also voll meinen Gedanken geklaut. Naja, du warst nicht so wichtig. Hier auf jeden Fall schon. Seht ihr? Ist schon ein bisschen flüssig geworden. Da kommen wir mit der Temperatur runter, dass da nichts passiert, dass der Hängel nicht warm wird, liegt der Topfhalter drauf. Dann machen wir die Temperatur runter auf 1. Und hier fängt es auch fast das Kochen an. Ja. Aber nachhaltig leben und im Leben einen Sinn geben. Ja, Kontenschutz schön. Hä? Genau, Kontenschutz schön. Nachhaltig dem Leben einen Sinn geben. Sinn im Leben und mit Nachhaltigkeit dem Leben einen Sinn geben. Ne? Und jeder schmeißt das restliche Kerzenwachs in der Kerze weg, Alter. Ich kaufe mir lieber Kerzen aus Glas, wo ich es rausschmelzen kann, das Glas noch verwenden kann und neue Kerzen machen kann in anderen Gläsern. Ja? Weil sonst ist das für mich Verschwendung, Alter. Kerzenwachs schmeißt man ja nicht weg. So, jetzt machen wir mal Pause, wir gucken gleich nochmal nach. So, ja. Sehr viel ist noch nicht passiert in der Zwischenzeit, aber ich kann euch noch ein bisschen vollquatschen nebenbei. Das kann ich, während ich hier an meine Boxtöpfe stehe. Ihr wisst gar nicht, was das in einem auslöst, wenn man so lebt. Vielleicht versteht dann der ein oder andere mal sowas wie Magie. Hä? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass Magie nur entsteht, wenn man nachhaltig lebt? Wenn man jedem Ding einen Sinn gibt, Alter, und alle kleinen Dinge, sogar jeden Farbklecks einfach zu schätzen weiß. Dann kann Magie entstehen, sage ich euch so, wie es ist. Aber wenn man alles missbraucht und alles kaputt macht, dann kriegt man vielleicht irgendwas mit. Aber lernt nichts, erreicht nichts und ist zum Schluss in einem Loop, den du das 666 zuzuschreiben hast. Du kannst es auch ein bisschen in der Hölle. Weil du machst dann zwar das, worauf du Bock hast, aber du machst dann nichts anderes mehr, weißt du? Falls es dir mal aufgefallen ist. Warum? Um der Allgemeinheit nicht zu schaden, ja? Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Seht ihr? Guck mal. Habt ihr vorhin gesehen, wie fest das alles war? Und jetzt ist es hier schon richtig schön flüssig, das Wachs. Lassen wir hier noch ein bisschen drin. Vor allem schöne, stabile Gläser sind das. Für 1,55, Alter. Da habe ich echt einen Schnapper gemacht. Weißt du, und so Zeug kommt in mein Leben zu mir, Alter. So Zeug kommt in mein Leben zu mir. Wahrscheinlich, weil ich ein Guter bin, weißt du wie? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Ein Guter sein im Leben, das nützt voll was. Das nützt voll wirklich was. Aber wenn ich vom Pech verfolgt bin, Alter, ich komm zurück mit meinen Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu schreien. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Denn der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Oh!
Das Haus am See. Oh ja. Der Peter, der Fuchs. Ein schöner Musiker. Er macht auch sehr schöne Musik, ne? Muss man sagen. Ja. Aber ey, die Vanessa Mai, Alter. Oh. Alter! Ich meine, das kennt ja jeder. Und ich sterb für dich heute Nacht. Kann ich nicht so, ne? Wenn ich sterb für dich. Ah, schön, ne? Aber Schlager, gell? Und Schlager hat eine sehr, sehr heftige kommerzielle Schiene hinten dran. Deswegen habe ich auf Schlager keinen Bock. Hä? Und jetzt hat sie ein Lied gemacht, Alter. Wo sie einfach aus sich rauskommt und einfach Techno-Beat dahinter ist. Und ich lieb's so sehr. Vanessa Mai, geiles Live. Irgendeiner, wer hat denn der beigebracht, jetzt so cool zu sein? Hä? Was hatten die? Irgendeiner muss doch da das beigebracht haben, Alter. Irgendeiner von unserer einen soll das geschickt worden, war bei der, Alter, und seitdem ist die cool. Und ich hab's entdeckt. Ich hab's entdeckt. Ich sag's euch, das war so, Alter. Das war so. Vielleicht war die Bibi dort, Alter. Das, ey, 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 ey. Hä? Wenn die Bibi Blocksberg dort war, dann verstehe ich ja natürlich auch noch alles. Ach ja. Hier übrigens, ja. Das ist mein DJ-Studio auf dem Bügelbrett, Alter. Guck, es ist einfach ein Bügelbrett. Und es ist nämlich ein DJ-Studio auf dem Bügelbrett, ne? Und da könnte noch was anderes her hier. Der Ableton Sound Controller und der Ableton läuft dann auf dem Computer und ich will da draus eine Loopstation machen, Alter. Habe ich voll Bock drauf, Alter. Habe ich voll Bock drauf. Das Krasseste ist, ne? Hier unten ist meine Waschmaschine, gell? Da oben drauf steht die Mikrowelle. Da oben drauf stehen zwei Wecker und der Computer. Und da oben drauf steht der Monitor. Und das, wenn die Waschmaschine schleudert, hält. So was habt ihr noch nicht erlebt. Und ich habe hier einen Endgegner. Ja, das habt ihr noch nicht erlebt. Das bleibt genauso exakt so stehen, wenn die Waschmaschine schleudert. Das ist echt der absolute Hammer. Ja. Das war cool hier, guck. CMS. Er hat keine S, er ist high ohne Benzin, bla bla und so, ne? Und hier sauberste Ermittlungsarbeiten. Aber der Schweinepriester, der Ebsen, der will sich wieder mit mir anlegen, Alter. Als heiteren Himmel sagt er auf einmal, die Patronen sind nicht mehr kompatibel, kann ich nicht mehr drucken, Alter. So, und wer spendiert mir jetzt noch einen Drucker? Ich muss doch mein Zeug ausdrucken, Alter. Ich bin doch der Drucker. Hier, alter Laptop. Den habe ich mal hier für 50 Euro von der Laura gekauft. Da ist die Quittung, wo ich geschrieben habe. Alter. Und er surft. Er surft nicht viel, aber er surft. Er surft mit, der Kleine. Der hat bloß. Da. Guck. So, wenn ich jetzt OK drücke. OK fortfahren. So hat er vorhin nicht getan. Das ist auch das Geile, ne? Wenn das Zeug nicht so richtig funktioniert, wie es soll, gell? Dann filmst du es einfach mal ab. Dann will ich es nämlich beim Abfilmen beweisen und dann funktioniert es meist. Das ist der übelste Geheim-Supertrick. Tintenpatrone wechseln. Hier. Jetzt soll ich sie wieder wechseln. BK. Okay, Start. BK. Jetzt müssen wir mal gucken. BK. Kann das sein, dass ich die andere gewechselt habe? Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Der macht so viele Fälle von uns, Alter, der Drucker, Alter. Guck mal, und das Handy, wie es dann immer versucht, ein Autozoom zu machen. Ja, okay. Patronen falsch installiert. BK 3330XL. BK. Ja. Das andere ist ja PBK. Die habe ich auch gewechselt. Habe ich raus und habe eine andere rein. Also alles Paletti. Alles Paletti. Müsst jetzt funktionieren. Gucken gleich nochmal danach. Ha, jetzt ist nämlich hinten schon ordentlich weitergegangen. Und hier. Runde drehen auf 1, wird nämlich hier schon flüssig und müssen es ja dann noch anfassen können. Und hier drehen wir auch runter. Hier sehen wir, ist schon alles geschmolzen. Haben wir schon flüssiges Wachs.
Ey, ich sammle voll viel Zeug. Guck mal. Das sind Shisha-Kohlen, ne, wenn sie klein sind und ausgebrannt. Das sind Fingernägel von mir. So. Und das? Mir kommt es manchmal vor, wie wenn Popel in der Nase Stalker sind und ich tue sie immer raus und ich tue sie hier rein. Ja, das sind schon viele. Müssten wir DNA-Analysen machen, Alter. So, was habe ich denn noch hier? Wenn man zeigen kann. Ja, hier. Kalk. Mehr oder minder. Also, das ist, na? Eierschalen. Ne? Wenn man weiß, was wo rein und wie und wo, ne? Fetzt es auch schon. Das kommt auf jeden Fall, sage ich euch gleich, in Blumenerde, ja? Aber Eierschalen, wenn in Blumenerde kommen, müssen sie richtig, richtig klein gemacht werden. Das ist noch viel zu groß. Die muss ich auf jeden Fall noch kleiner machen, definitiv. Aber, muss ich nicht stoßen. Hier übrigens, ne? Das Tante Trude Babschachtel Game, Alter. Ich lieb's halt auch total. Oh. Das dauert wegen so festes Wachs, ne? Festes Wachs, bis das richtig flüssig ist, das dauert ein bisschen, ne? Aber machen es doch nicht eilig, weißt du? Machen doch nicht mehr bei unserem Zeug. He? Am schönsten ist, wenn du deinen Tauch ein wenig effizient gestalten kannst, weißt du? Wenn alles, was du machst, da auch was bringt. Ich liebe sowas. Da so aufzupassen, wie das fertig wird. Gerade jetzt hier, wenn Wachs schmilzt. Fetzt. Aber wir machen noch eine kleine Pause. Ja, ich will euch nur sagen, warum ich die Pause mache. Weil ich ja kein Livestream, ist ja ein Video, ja. Und da ich die Videos nicht schneide, bin ich froh, dass ich im Handy wenigstens mal Pause machen kann, weißt? Weil sonst zieht sich zu lang und dann wird es langweilig, weißt? Habe ich gedacht. Ja, ich weiß, meine Videos gehen immer was länger, aber ohne Scheiß, die Leute gucken gerne meine Videos, ja, die, wo sie gucken. Hä? Und die sind halt total froh, wenn ich zu denen rede, ja, wenn sie schon persönlich nicht zu mir hin können. Das muss man mal zu schätzen wissen, aber ich glaube, die Aufrufzahlen passen hinten und vorne nicht, Alter. Ich mache nochmal Pause. Ja, jetzt seht ihr, hier ist schon heiß, aber es ist immer noch, man sieht's, gell, ja. Ist immer noch hier ein bisschen kerzenmäßig drin. Der andere hinten ist schon komplett flüssig. Ich freue mich schon, wenn wir das gebastelt kriegen, Alter. Und ich zeige euch dann auch die fertige Kerze. Ne? Wenn's, aber das dauert ja ewig, Alter. Das machen wir dann in einem anderen Video. Weißt? Weil bis das abgekühlt ist, Alter. Oh, weißt du, Alter, das dauert ewig. Ja. Na, das ist nicht warm genug. Das müssen wir ein bisschen Tinder dafür kriegen. Ja, jetzt ist es schon abgesunken. Jetzt ist es schon abgesunken. Ich muss ein bisschen Tinder auf die Fülle kriegen. Das ist schon da unten drin. Das seht ihr noch, gell? Das muss jetzt nur noch flüssig werden. Das muss ganz flüssig sein, weißt du? Muss ganz flüssig sein. Hier oben ist ein bisschen Ruß, aber wenn der ein bisschen mit in die Kerze reinläuft, das macht nichts. Aber den könnte man trotzdem ein bisschen rauswischen.
Siehst du? Weil Ruß im Wachs unten drin hat ja nur auch nichts zu suchen. Ruß ist ja das, was beim Verbrennen oben mit aufsteigt. Das hat im Wachs nichts zu suchen, glaube ich. Ich bin auch kein Fachmann, aber. Das düftel ich mir halt, Ach ja, Leute. Cool, hä? Lest mal, was da steht. Und das muss ich euch ja zeigen. Stellt euch mal vor, hä? Die kleine Bibi Blocksberg als Geist bei mir daheim. Stellt euch mal vor. So, hä? Und das hier Schaukel, wo er drauf sitzt, ja? So, dann stell mal vor, der Geist wird schwer. Passiert das? Hast du gesehen? Steht ganz kipplich dort. Ich meine, jetzt beim Topf passiert da klar nichts, halte ich ja fest. Aber sobald es hier schwer wird, zack, fällt es um oder wackelt. Ja? Das ist übelste Sicherheit, ja, für mein kleiner Geisterbübi, ja. Ja, ich hänge mit mehreren Geistern rum. Auch Bumuggel verteidigt mein Zuhause, wenn ich nicht da bin. Ist Tatsache. Kann man ansprechen. Das ist mir egal, wie ihr das seht. Ich finde, das kann man ansprechen. Klingt blöd, ist aber so. Ja, ich habe natürlich gleich wieder einen Hexenschuss gekriegt, habe ich gemerkt, Alter, mein Kreuz hat schon wieder geknackt. Naja, da strecke ich mich. Das ist in Ordnung. Ihr wisst ja, wie es ist. Anakin Skywalker und Christian waren dann schön, wenn die einen Hexenschuss kriegen, die strecken sich und dann ist es wieder gut. Und der Anakin guckt immer zu, wenn ich was mache. Hehehehe. Das weiß ich, Anakin, das kannst du nicht, passt du nicht ab. Anakin, das kannst du nicht abstreiten, Alter. Dass du guckst, was ich mache. Das kannst du nicht abstreiten, das weiß ich. Ja, Anakin Skywalker ist wie mein Sohn und Tony Stark, der Iron Man, ist wie mein Vorgesetzter. Also wie mein Beispielslebensweismöglichkeit, keine Ahnung, was weiß ich. Aber ich bevorzuge lieber normal zu sein. Ne? Umso mehr Ansehen hat man eigentlich nicht in der Gesellschaft, weil was will ich denn hier als Iron Man irgendwo hinfliegen, Alter? Da fliege ich doch lieber irgendwann mal auf den Besen. Klingt blöd, ist aber so. Na ja, noch. Ich hab das mit mir und dem Bibi, nicht dass er denkt, das ist verwirklicht, gell? Ich habe mit 5 Jahren angefangen, Bibi Blocksberg Hörspiele zu hören, hä? Und ich habe 40 Kassetten, Alter, hä? 40 Tapes von dem Bibi, ja? Und ich habe mir jeden Abend 2 Tapes angehört, 2 Folgen, Alter, von vorn und von hinten. Habe zwischendrin immer gerufen, Mutti, Kassette leer, musst umdrehen. Und dann kam die Mutti an, hat umgedreht und dann ging es weiter. Und ich habe jeden Abend 4 Seiten Kassette gehört, also 2 Folgen, ja, Bibi Blocksberg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Folge auf einer Seite drauf war, aber ich habe 2 Kassetten, beide Seiten jeweils gehört, bevor ich in Erwägung gezogen habe zu schlafen. Und da war es aber schon abends um 8, 9, ja. Die Mutter ist mal blöd geworden, wie ich um nachts um 12 teilweise noch Bibi gehört habe. So. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich im Traum zum Beispiel auf Bibi ab und mal treffe. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, ja, dass Bibi und ich bei einem Flugzeughangar waren. Ja, wenn wir ihn geknutscht und so. Ja, haben wir gemacht. Aber wir waren bei einem Flugzeughangar in meinem Traum, hä? Auf einmal kam ein Flugzeug an, das ist dann immer kleiner geworden, wie näher es zu uns kam. Und hat sich dann mit einem grinsenden Gesicht zu uns an den Tisch gesetzt und hat mit uns Kaffee getrunken. Also die Bibi, ich und ein Flugzeug. Und ob das klappt oder nicht, ihr könnt mir ja als Spinner hinstellen, ist mir total scheißegal. Also irgendwas müssen die Filme entstehen, die ihr guckt, oder? Vielleicht sogar als Realismus. Schon mal drüber nachgedacht? So. Noch ganz unten, noch ein ganz kleines bisschen und dann können wir hier den praktischen Teil vollziehen. Wir bräuchten noch ein Glas. Und den Rest rein. Ja. Aber das
Kohle dann erstmal woanders hin. Nehmen wir das Glas. Ich hab gerade geguckt. Ja, das Glas. Muss ich noch außen sauber machen, aber das ist ja egal, das kann ich ja jederzeit. Aber vielleicht lasse ich es auch so. Sagen wir stylisch. Und da kommt dann das restliche Wachs rein. Aber hier, wie weit sind wir hier? Das sieht gut aus, ne? Flüssig alles. Ja, flüssig alles, sehr gut. Können wir hier ausmachen. Der ist auch flüssig noch. Ja. So, dann gehen wir hierher. Hierher. Dann. So. Und dann. So, und jetzt noch. Kommt heißes Wasser rein, bevor das heiß wird, gießen wir das rein. Weil jetzt seht ihr, jetzt ist das alles fest geworden, das ist das kalte Wasser. So, jetzt muss hier noch der Docht rein. Ich habe mich entschieden, für zwei Dochte reinzumachen. So. Ja, genau. Ja. Ah. Ist ja heiß. Muss ich das nur noch fest werden lassen. Und das kann sich richtig lang hinziehen. Das muss ja richtig abkühlen, da ist richtig Wärme drin. Ja. Dann habe ich meine ersten selber gemachten Kerzen. Haha. Als Altbox. Geil, oder? Und das wasche ich jetzt auf. Ja. Ja, und dann habe ich wieder ein leeres Glas.